Das Ding brauche ich übrigens nicht. Das war jetzt nur eben meine Probeaufnahme zu testen. Also, hallo erstmal. Ihr könnt mich jetzt mal ein bisschen in real sehen. Eigentlich. So. Das hier. Das hier. Vermisst ihr bestimmt. Ich hatte es eigentlich schon letztes Wochenende geplant, aber leider ist da zu viel zwischengekommen. Nämlich sowas. Ups, Haushalt, ne? So, ich wollte, ja, genau. Ich habe mal versucht, meine Wirtschaft, Privatwirtschaft, ja, das hat auch nicht geklappt. Aber es hat viel Zeit gekostet, vergebens. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, heute Sims schaffe ich, glaube ich, auch nicht. Ich werde es mal sehen, ob ich dann noch die Zeit finde, aber wenn dann die Familie wieder zu Hause ist, dann ist das wieder ein bisschen schwierig, Aufnahmen zu machen. Und vor allen Dingen, heute ist ja Sonntag. Ich hatte ja auch so geplant, eigentlich zu Halloween, also vorgestern, ein Video rauszuhauen, hab mir auch was Nettes runtergeladen. Gucken, wie heißt das? Das gab's bei Steam oder gibt es auch noch bei Steam ganz kostenlos. Wie hieß denn das noch? Augenblick, wie ich das finde. Ich schau mal kurz. Alien Shooter ist das nicht. Nein, das ist es. Nein, das ist immer noch Alien Shooter. Amnesia? Nein, das nicht. Das auch nicht. Na, wo ist denn das jetzt? Ich finde es noch. Eigentlich wollte ich alternativ dazu Left 4 Dead 2 oder 1 spielen, hatte aber dann das eine nette Spiel gefunden. Wie hieß denn das noch? Wo ist denn das? Das ist weg. Ah, ich glaube, das ist es. Ist das das? Ja, das ist es. No More Room in Hell. Das war es, glaube ich, genau. Das wollte ich eigentlich mit euch zocken, aber es hat sich anders ergeben. Es ging einfach nicht. Meine Frau hatte eine Filmnacht gemacht und hinten sieht ihr es. Wenn sie da guckt, kann ich hier nicht aufnehmen. Das geht nicht, weil dann haben wir zu viel Störgeräusche und das macht dann auch nur mäßig Spaß. Na gut, ich hätte Kopfhörer, aber ihr hättet dann die ganzen Nebengeräusche. So, also, das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben und ihr musstet mich jetzt nun leider mal als Live-Bild sehen. Das ist ja schrecklich für euch, das tut mir auch fast leid. Nein, tut es mir nicht. So, also Sims 3, ich versuche es vielleicht noch heute zu machen, aufzunehmen. Versuche ich mal in wenigen Minuten. Ich hatte ja auch zahlreiche Schwierigkeiten, weil ich bin leider ein böser Mac-User und nach einigen Updates ist das nicht mehr so einfach mit Mac Livestream zu machen. Stream von einem Spiel, genau. Das Bild ist kein Problem, das Problem ist immer der Ton. Also da hatte ich extreme Probleme, da hatte ich auch wahrscheinlich auch einen Treiberkonflikt, aber das ist erst entstanden nach einem Update von das Mac OS, wie heißt das, Mac OS X, welche Version haben wir jetzt? Ja, Mac OS X, Yosemite, oder wie spricht man das aus? Jedenfalls Version 10.10 habe ich jetzt. Ne, aber das war schon das Problem, eine Version davor schon. Also, das ist jetzt die neueste Version, die gibt es kostenlos zum Runterladen, also wer noch nicht up to date ist, sollte man ein Update machen bei sich, so ein bisschen auf Software aktualisieren drücken, dann sollte es eigentlich angeboten werden oder, nee, ich bin glaube ich in den Store gegangen und da haben sie Werbung für gemacht. Müsst ihr einfach mal gucken. So, da wartet ein Film auf mich, den ich gucken möchte, aber jetzt noch nicht, vielleicht, ich will ja noch ein bisschen spielen, ich habe jetzt gerade ein bisschen Bock gekriegt und wollte euch einfach ein bisschen voll seiern. So, das mache ich mal wieder weg, die Information von meinem blöden Computer. Naja, so schlecht ist er nicht, aber ist eben halt auch in die Jahre gekommen, ist immerhin das vierte Betriebsjahr, ist auch für Mac dann alt und ich muss mal sehen, dass da mal was Neues kommt, aber ich denke, es wird dann wieder ein, nein, es wird dann, ja doch, wieder ist richtig, weil vorher habe ich auf Windows-PC gespielt, also es wird dann wieder ein Windows-PC und kein Mac, ne? So, Mac ist nicht schlecht, aber es laufen eben halt nicht
so viele Programme drauf. Es gibt nicht so viele Programme dafür. Ich habe hier zahlreiche Spiele in Steam, die ich halt einfach nicht aufrufen kann, weil dafür eben halt die keine Umsetzung gibt. Es gibt ja so ein paar Emulatoren, mit denen dann Windows-Oberflächen, also die Windows-Umgebung simuliert wird. Aber so richtig laufen tun die Dinger da nicht. Das habe ich jetzt gerade kürzlich bei World of Tank, glaube ich. Ja, World of Tank gab ein inoffizielles Update, also eine Download-Version für Mac. Aber das schafft nicht mal. Die Installation klappt von dieser Software, aber dann das Update von World of Tank, da scheitert es. Da bleibt 3% hängen und dann macht er nicht weiter. Vielleicht war es auch einfach nur ein Serverproblem. Ich habe es nicht nochmal weiter versucht. So, also das wollte ich euch einfach mitteilen. Und ich guck immer so nach links, ne? Obwohl ich ja eigentlich direkt davor sitze. Eigentlich müsste ich ja. Achso, wenn ich nur oben gucke, dann gucke ich gerade. Dann gucke ich zu euch. Ansonsten gucke ich nur links, rechts. Ich verstehe gar nicht. Ich müsste ja meine Augen gerade sein, wenn ich auf den Bildschirm gucke. Ich gucke das gerade jetzt auf den Bildschirm und wahrscheinlich war ich auf dem. Moment mal. Gucken wir jetzt. So, jetzt gucke ich auch. Ja, jetzt geht's. Ja, weil mein Video Preview Fenster ist rechts gewesen, deswegen habe ich immer nach rechts geguckt oder für euch nach links, keine Ahnung. So, was haben wir noch? Das war es eigentlich soweit. Es kann sein, es wird so in Kürze auch mal so ein paar Spiele wie ich kriege keinen vernünftigen kompletten Satz zusammen. Also ich werde Counter-Strike Source mal eine Runde spielen mit anderen Kollegen. Das werde ich dann auch aufnehmen bei Counter-Strike Source. Ich habe ein Problem, dass ich in-game nicht, das Voice nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe hier im Prinzip drei Mikrofone, auf die das Spiel zurückgreifen könnte, aber er benutzt keins von diesen. Ich kann es auch nicht auswählen. Ich kann denen nicht sagen, benutzt dieses Mikrofon. Geht einfach nicht. Funktioniert nicht. Schade. Ist nun mal so. Also, werde ich sehen, auch wenn ich mit den Leuten reden will, muss ich wahrscheinlich TeamSpeak mir installieren. Auf dem Server habe ich das ja schon. So, was haben wir noch? Minecraft, ne? Minecraft. Leider ist die Welt hops gegangen. Ich musste mein System hier neu machen, weil ich ja, wie gesagt, dieses, das ist übrigens, ein Hund soll das darstellen. Bin mir nicht so sicher, ob das echt ein Hund ist. Gut. Will nicht weiter drauf eingehen. Also, Minecraft. Minecraft ist leider die Welt hops. Tschüss. Ne? Die ist weg. Hat den Vorteil, dass ich dann halt neu anfangen. Kann man gut sehen, kann man als Nachteil. Aber Vorteil, ich glaube, denke schon eher Vorteil, weil es gab so einige Updates und ich habe da jetzt schon eine Testrunde nach den Updates als Singlespieler angefangen. Vielleicht mache ich das mit euch weiter. Oder ich starte neu, das muss ich mal sehen, wie ich das mache. So, und dann natürlich werde ich mit euch nochmal die Online-Welt, also meine Welt, die auf meinem Server sind, besuchen gehen, zeigen, was sich verändert hat oder vielleicht mit euch noch was zusammenbauen. Mal gucken, wie das so kommt, wie ich Zeit habe. Also meine Zeit ist immer leider sehr begrenzt. Was haben wir denn noch Schönes? Rust habe ich mir installiert. Ich muss mir mal ansehen, ob es funktioniert. Also ich hatte es schon mal, als das rauskam, Gronkh und Sarazar haben das, glaube ich, gespielt. Genau, und da habe ich das mir dann auch runtergeladen und eine Kleinigkeit bezahlen müssen, glaube ich. Ich konnte starten und ich konnte auch bis zum nächsten Baum rennen und den anfangen zu behacken. Ich glaube, das ist ja dieses Überlebensspiel. So. Und dann ist er abgestürzt. Also ich konnte immer nur eine Aktion beginnen und dann stürzt das ab. Ich hoffe, jetzt, nachdem ich mein System komplett neu gemacht habe und so mit Steam und alles frisch ist und auch die Soundkartenkonflikte nicht mehr da sind, könnte es dann vielleicht funktionieren. Vielleicht war es auch da, dass die Ursache, dass es abgestürzt ist, weil einfach bei mir zu viel Soundtreiber waren. Ich habe sie auch nicht weggekriegt. Ich habe die Programme, zu denen die Soundtreiber gehörten, alle deinstalliert, aber die haben die Soundtreiber nicht mitgenommen und ich
Ich habe sie auch nicht auf der Festplatte finden können, die Soundtreiber. Beziehungsweise es gab eine Treiberliste, wenn die System, glaube ich, ja, da konnte ich die finden, aber ich kann sie nicht entfernen. So, das ging einfach nicht. Da ist er Mac ganz eigen, da ist er konsequent, der lässt da nicht so einfach mal was wegmachen. Gut, ne, ich habe da auch gegoogelt und da wurden so ein paar Wege erklärt und bis auf diese eine in der Systemliste befinden Soundtreiber, also auf der Festplatte selbst habe ich sie einfach nicht gefunden, mal so gesagt. So. Ich habe mich da zwar an diese YouTube-Video, was ein YouTube-Video oder was, einfach an Forum-Informationen, weiß ich nicht mehr, schon lange her, schon wieder 3 Tage her, schon vergessen. Nein, schon ein bisschen, ein paar Tage her, ich habe es dann nicht weiter verfolgt und dann habe ich einfach die Schnauze voll und mein System neu gemacht, alle Daten soweit gesichert, also von Sims, die sind alle da, nur ich habe von meiner Kraft vergessen, die Daten zu sichern und was viel schlimmer ist, ich habe meine E-Mail-Speicherung vergessen. Das ist ganz ärgerlich, weil ich zum Beispiel zu Sims eine Videoerlaubnis habe vom Hersteller und die ist natürlich da. Die E-Mail ist halt gelöscht. Ich hoffe, ich muss sie nicht irgendwie mal irgendwann wieder vorlegen, dann muss ich sie nochmal neu anfordern. So, was noch? Das war's. Eigentlich das war's. Das war's. Ja, das war's. Ich habe jetzt nichts mehr. Und ich denke, wir sehen uns im Spiel. Also genießt den Restsonntag, habt euch wohl. Bis dann. Euer Steiner. Ciao. Ich meine, Kopfdrücken ist ja hier. Schnappschuss, stopp.